Space. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Wir begrüßen euch zur zweiten Episode von Wow. Und wir schauen uns heute einen Rollercoaster an. Und zwar heißt der, lass es mich nachschauen, The Madness Medley Rollercoaster. Und das ist ein hammergeiler Rollercoaster. Schaut euch mal hier um. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Dieses ganze Gerüst. Ohne Scheiß, das ist absoluter Wahnsinn. Da hinten ist ein Feuerball. Da ist Donald Duck oder keine Ahnung was. Da oben ist ein Enderdrache. Hier steht planetminecraft.com. Wo ist der Enderdrache? Da oben. Guck mal nach rechts da hoch. Da oben. Guck mal. Ah ja, jetzt sehe ich ihn. Aber nice. Also wir sind jetzt hier gespawnt. Ich denke mal, das ist, hier ist der Eingang. Es gibt auch noch einen Weg hier runter. Wo der hinführt, keine Ahnung. Nee, wir lassen es einfach mal so stehen. Wir fahren das Teil einfach. Also da dürfte, wenn man so ein Park... Guck mal, Begrüßungskomitee. ...auf dem Server hat und dann könnte die Schlange hier lang sein. Ey. Oh, Crap. Auf geht's, ich bin hinter dir. Hör, ich fahr woanders lang. Lol. Das ist ja Wahnsinn. Holy Crap. Aber da wurde dein Spielmodus wurde geändert. Das ist nur für Creative Mode ausgelegt, so wie es aussieht. Boah, wie geil ist das denn? Man sieht die ganzen Themengebiete. Boah. Sehr geil. Das ist ein Park, sehr den könnte geil man in die Stadt einbauen. In Newcastle. Wow. Das ist hammergeil gemacht. Also er hat da auch mit Common Blocks gearbeitet. Wow. Hammergeil. Das sagten, wir hatten einen NPC. Bewohner gesagt, zugeflüstert, 4, 3, 2, 1 und dann ging es weiter. Extrem cool. Also, gibt es vielleicht so einen Rollercoaster-Mod oder so, dass man da gemeinsam fahren kann oder wie? Das würde mich mal interessieren. Mit Antrieb? Wow, schaut euch das so an. Wow. Der 100 km/h schnell fährt. Oh, wo geht's denn jetzt hin? Also wir fahren jetzt auch schon eine Zeit lang. Wow. Also man muss überhaupt nichts machen. Alles voll automatisch. Und es ist unfassbar, was er hier gebaut hat. Jetzt macht man einen auf Moses oder auf Jesus. Keine Ahnung. Teilt das Wasser. Oh, dafür muss ich mich jetzt schämen, dass ich nicht weiß. Das war doch Moses, ne? Der hat das Wasser geteilt. Ja, natürlich. Schon alles zu lange her. Boah, das ist hammer nice. Ey, wow, da kriegt man Gänsehaut, wenn man das alles sieht. Ich glaube, der Macher, der hat angefangen, das zu bauen, konnte gar nicht mehr aufhören. Moses hätte ich Minecraft gern mal gesehen. Wenn er das Wasser teilt. What the fuck? Was? Und die Erde spaltet. What the? Ah, ich sehe dich. Oh, ich bin hinter dich, dir. Oder sind wir auf der... Ja, doch, du bist hinter mir jetzt. Wow. Also man fährt da, ich war direkt hinter dir ins Kart gestiegen und trotzdem sind wir so verschieden gefahren. Also anscheinend variiert die Strecke auch immer. Also wir sind zwei verschiedene Strecken gefahren. Also unfassbar. Unfassbar. Gleich nochmal, los geht's. Also wie lang sind wir jetzt gefahren? Du, ich hab keine Ahnung, I don't care. Ich würde mal gerne deine Strecke fahren, weil ich glaube, dass man da nochmal was anderes sieht. Also kann das sein, dass es noch relativ neu ist, diese Bahn? Nee, scheiße, ich fahr wieder dieselbe Strecke, oder? Die Bahn ist relativ neu. Jetzt habe ich die Strecke ramponiert, Ja, man fährt jedes Mal eine andere Strecke. Jetzt ich habe die gleiche. Ja, also ich fahr jetzt eine andere. Du fährst jetzt eine andere, ja. Man kann da vier verschiedene Strecken fahren, das ist der Hammer. Ja, ich fahre jetzt komplett was anderes. So. Wow, jetzt geht's runter zum Enderdrachen. Wow. Boah, das ist ja... Das ist übel. Das ist, wow. Sehr, sehr toll.
Also ich sehe da so viel Verschiedenes und das ist tatsächlich eine neue Map, Ento. Es gibt da Bundesklar, das habe ich gerade gesehen. Also ich ziehe den Hut vor dem Macher von dieser Map. Weil was er hier gebaut hat, das Planet Minecraft ist insane. Extrem. Alter Schwede, da hat man manchmal nicht so ganz einen Überblick, ne? Also die Strecke, Alter, wie geil die ich jetzt fahre, ist ganz anders. Also was der alles gebaut hat, das ist unfassbar. Hab ich noch nie gesehen, sowas. Also ein paar Rollercoaster hab ich schon gefahren, aber... Alter Schwede. Und ja, wenn es jetzt noch so eine Rollercoaster-Mod geben würde, mit Antrieb, wo man mit 100 km/h fährt und so, ja, das wäre. Dass man noch entgleisen kann und so weiter, Looping. Ja, Wahrscheinlichkeit von Stromausfall. Nur 1%. Nee, aber es gibt hier so viel zu bestaunen, dass man. Also, man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Er hat sogar unter Wasser Fische gebaut. Also ich fahre jetzt gerade unter Wasser und er hat da Fische ins Wasser gesetzt. Das ist ein echter Erlebnispark. Ja, ein echter Erlebnispark. Unfassbar. Jetzt müsste noch jemand so eine Geisterbahn bauen. Vielleicht ist das ja hier auch drin. Wer weiß. Enjoy the view. Aber nice, ey, Junge. Ganz viele Mobs. Wow. Wow. Ah, da fährt der Alex. Jetzt? Du fährst, glaube ich, jetzt auch eine andere Strecke. Ja, ja, als ich wohl. Eine ganz andere Strecke. Also ich glaube, ich fahre da jetzt wirklich alle Strecken, weil das macht so viel Fun. Fun oder Spaß, was auch immer. Das ist epic. Epic, epic, epic. Das ist ein echter Zauberer, der Typ. Ich höre dich schon. Ah ja, du kommst auch. Schwupp, komm. Du warst wieder vor mir da, hä? Huh? Ja. Ah. Das ist ein echter Zauberer, der Typ. So ein Copperfield in Minecraft. Aber der lässt keine Elefanten verschwinden, du. Er hat's einfach drauf. Also, wie viele Strecken gibt's da jetzt? Insgesamt 4 Stück, ne? Zuerst habe ich, glaube ich, die rechte gefahren. Ich bin hier die als erstes gefahren und dann als zweites. Boah, inneren bin ich gefahren. Die zwei anderen, die fahren wir jetzt nicht im Video. Die fahren wir jetzt später noch so. Denn ansonsten wird das Ganze zu lange. Aber ihr habt gesehen, wie geil das ist. Und ihr könnt es natürlich selbst ausprobieren. Ich frage mich gerade, wie viele Kilometer hier verbaut sind an Leitung. Wenn man davon ausgeht, dass eine Rail 1 Meter lang ist, frage ich mich, wie viele hier verbaut sind. Es dürften ein paar Kilometer sein. Also ich sehe doch, wo das hinführt. Also das ist, glaube ich, eine Strecke. Die habe ich jetzt noch nicht gefahren. Die führt dort hinter. Aber es ist, wie gesagt, unfassbar. Er muss unfassbar viel Arbeit da rein investiert haben, weil es sind halt nicht nur Schienen, die irgendwo lang gehen, sondern das ist noch viel mehr, ja, was er da für Themen sozusagen aufgebaut hat. Das ist ja wie im Phantasialand schon fast und einfach unfassbar. Ihr könnt das Ganze natürlich herunterladen. Ihr findet einen Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr auf planetminecraft.com, die Seite, wo der Macher das online gestellt hat und könnt das Ganze natürlich selbst ausprobieren. Wie gesagt, unfassbar, ich bin gestunt davon. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen Tschüss, bis zu einer weiteren Ausgabe von Wow. Ciao. Tschüss.